Ja, Patrick Harris, 3:0 Niederlage hier im Mittelmosel-Derby beim SV Niederemmel. Wie brenzlig ist jetzt die Lage für den SV Leiven-Köberich? Ich weiß nicht, das ist, also man kann ja wirklich schreiben, wenn man das hier heute wieder gesehen hat. Jetzt sind sie, dass wir schlecht angefangen haben. Wir haben eben schon besprochen unter vier Augen. Das ist momentan roter Faden. Die Chancen, die wir haben, die machen wir nicht rein. Dagegen Niederemmel. Die haben mit ihren Möglichkeiten mit Optimum heute rausgeholt, mit dem ersten Torschuss, das erste Tor. Und dann klar, dann ist es schwer nochmal zurückgekommen. Gerade hier viele Zuschauer gewesen heute für ein Spiel. Und wir haben eigentlich gesagt, das ist ein schönes Spiel heute, nochmal viele Zuschauer, gutes Wetter. Aber es ist einfach momentan bei uns in den Köpfen so, dass wir so blockiert sind, dass die Dinger dadurch nicht reingehen, sondern einen Zentimeter vorbei. Und ja, das ist schwer in Worte zu fassen, so ein Spiel. Ne? Also das ist,